Ja, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute wieder Rainbow Six Siege. Und zwar auf Wolkenkratzer. Die Map kenne ich noch nicht so gut. Die habe ich das bis jetzt zweimal gespielt. Aber das wird schon mal werden. Hier sind Angriff. Dann nehme ich mal. Nein, nicht ihn. Ich möchte echt. Oder nehmen wir jemand anders. Okay, die beiden neuen sind schon beide. Okay. G36C. Das passt man mal kurz mal noch an. Alles nur kein Visier. Okay, wir nehmen mal Sophia. Ich weiß nicht, was die macht. Finker, Lein und Ash. Irgendjemand hat eine Bambus-Internetleitung da gerade. Gut, neue Runde. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Ich frage mich die ganze Zeit, sind eigentlich aktuell so viele Noobs unterwegs oder warum? Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Warum bin ich immer relativ zu jeder Folge relativ weit oben? Letzte Folge waren wir ja auch wieder MVP. Wir sind im Moment dabei, jede Folge zu gewinnen. Also auch, weil ich habe jetzt viel hier im Stream gespielt, da habe ich auch jede Folge gewonnen. Ich glaube. Einsatz in 10 Sekunden. Ich glaube, wir haben fast jede Folge gewonnen. 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Den Schub. Gerade gewundert, so fühlt sich das also an. Schade. Schon. Feind lokalisiert. Erster Stock. Nachladen. Feinde im Visier. Okay, hat nichts gebracht. Scheiße. Nur noch ein Gegner übrig. Alter, ich hab den voll erwischt! Aber leider kein Headshot. Ah, der war fast, ist das, fast tot. Fast tot, ja, gut. Es ist noch bekommen. Also ich war der Meinung, ich habe ihn mehrmals erwischt. Und wie sie alle das Spiel wieder verlassen, wenn sie auf die Fresse kriegen. Das ist so typisch immer. Okay, dip-dip-dim. Ich muss 3 Runden Multiplayer mit ihm spielen, damit ich, also mit diesen Franzosen spielen, damit ich eine Herausforderung bekomme, gewinne.
Und dann drei Runden Space Nuts. Wieso wollt ihr mich rausschmeißen? Warum? Warum? Du wurdest per Abstimmung aus dem Match entfernt gewählt. Warum? Kann mir das mal erklären? Warum? Was soll die Scheiße? Also verstehe ich überhaupt nicht, muss ich gerade sagen. Was geschrieben? Nee. Okay, dann machen wir nochmal. Bank. Oh, Bank habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Die Spear 308, die Waffe finde ich echt genial. Die hat noch eine S-App und dann eine. Die ist echt nicht verkehrt, die Frau. Ich mag das mit diesem Adrenalin-Boost. Ja, verstehe ich nicht, warum ich da gekickt wurde. Vielleicht kann mir das mal jemand in den Kommentaren kurz erklären. Okay, oben kann ich nichts anfangen. Ich dachte, hier oben ist ein Eingang. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Okay, da sind sie. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wie wir da alle noch stehen da hinten. Scheiße. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das unser Team so eine Waffe setzen kann oder gegnerische. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Alter, ich hab die schon wieder voll erwischt. Alter, wieso haben... Oh, ich hätte mir vorher boosten sollen. Ah. Ah.
Mann, ey, das läuft gerade gar nicht. Eben aus dem Spiel geflogen, jetzt auf die Fresse bekommen. Da lief doch gerade jemand hoch. Hast du das nicht gesehen? Kugelsichere Fahne. Eine kugelsichere Fahne. Da! Alter. Ja. Was für eine Reaktion. Also, das verstehe ich auch wieder nicht. Also, ich hätte mich boosten sollen. Dann okay. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Die Platten weitergeben. Der Karat. Verstärkung der Wand beendet! Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Feindliche Drohne nähert sich. Ich starte die Uhr. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Du bist aufgeflogen. Okay. Der Feind wird gleich das Gebiet scannen. Du bist aufgeflogen. Wie, warum, Henne? Da hat sich jemand selber mit der Sprengladung getötet. Läuft. Wo? Feindliche Drohne nähert sich für Scan-Vorgang. Du bist auf ihrem Radar. Wieso, Bett? Letzter verbleibender Gegner. Oh. Nice. Oh! Ah, müssen wir das Spray angucken, ey. Boah, hab ich mich erschrocken. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich hab mich aber gerade richtig erschrocken. Also hast du da einfach. Saß der da einfach.
Also es läuft besser als Fortnite. Also Fortnite kriege ich im Moment echt böse auf die Fresse. Sehr schön. Der Biogefahrenbehälter wurde lokalisiert. Okay. Verbleibender Gegner. Okay. Läuft. Läuft bei dem richtig gut gerade. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Holt ihn euch! Meins. Meins. Die haben sich doch selber gekillt, ey. Das ist ja gemein, was er da macht. So, dann nehmen wir nochmal ihn, vorsichtshalber. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel wir auf Deutsch haben, aber ich glaube, es müsste jetzt erledigt sein. Kann man das nicht irgendwie gucken? Nee. Außerdem mag ich Schwug. In der nächsten Runde müssen wir dann mal ein bisschen mit das Spetsnaz spielen. Spetsnaz. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Zeig mir etwas Rüstung. Feindliche Drohne nähert sich. Ich starte die Uhr. Feindliche Drohne geht zum Scannen in Position. Du bist aufgeflogen. Irgendwie wird gerade links gerannt. Das war eine Pflanze. Und schon wieder haben zwei das Spiel verlassen. Irgendwie ist es traurig. Und der dritte hat das Spiel verlassen. Bin ich ein bisschen froh, dass wir am Gewinnen sind. Ja.
Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Du bist aufgeflogen. Ich will auch meinen Gegner sehen hier. Was macht die da oben? Keine Ahnung, wo der war. Alle Gegner eliminiert. Ach, der war da offline. Läuft. Ja, aber wir haben es gewonnen. Ja. Geiler Charakter da, der Typ. Das ist der, okay. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben. Wie sieht es eigentlich mit Packs aus? Ah, seht ihr, Herausforderung abgeschlossen. Ich muss einmal noch 3 Runden als Spessnaz spielen. Komm. Yay! Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao!